und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torm, dem Felix und dem Silveranoff. Der Silveranoff ist wieder am Vergewaltigen, nämlich die gute M-Smile17. Wir haben vor, eine Taktik anzuwenden, die ich mit meinen Kollegen aus der Stufe immer gerne mache, wenn wir spielen. Nein! 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 Bau sie runter! Stopp! Stopp! Ich kann ihren Namen nicht schreiben, egal. Nicht in die Mitte. Alter, wie behindert schreibe ich denn bitte? Wir machen eine coole Taktik. Okay, Silveranoff noch nicht wegbauen, ne? Erstmal Bett einbauen, genau. Also, nein, eigentlich kannst du das Bett uneingebaut lassen. Lass es uneingebaut. Nein, wir trollen ihn nicht, bis sie geht. Wir können eine gute Mitspielerin gebrauchen. Also, wir bauen uns so weit weg, wie es geht. Und dann mit Warp Power. Da. Ich finde es übrigens nicht okay, dass ihr die einbaut. Alter, ich bin gerade echt zu dumm zum Schreiben. Denkst du, so kriegt ihr die, dass sie geht? Boah, ihr seid richtig gemein, ey. Ich wäre schon wieder richtig ausgerastet. Okay. Ja, komm, wir verkämpfen uns jetzt. Also, Festung bauen. Boah, ich habe meinen ersten Satz in dieser Runde richtig geschrieben. Außer halt Groß- und Kleinschreibung. Aber sonst war schon mal gut, oder? Danke, 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 danke. Wenn ihr mich nochmal... Wenn ihr mich nochmal einbaut, gibt's Stress. Und Felix macht es. Das war so klar. Schade, ey. Mich würde mal interessieren, was die macht. Ey, Silveranoff, du bist genau wie meine Kollegen, ey. Ohne Witz, nur dass meine Kollegen den oben an unserer Base gebaut haben, die wir hinten gebaut haben. Und zwar riesig. Ich muss dir einen Screenshot mal davon schicken. Ja, ja. Das war schön. Da waren noch Zeiten. Ich blende den mal hier ein. Den Screenshot. Das mache ich mal. Da haben wir nämlich... Was ist das denn? Achso, das sind Wolken. Okay. Ja, ich kenne die eigenen Wolken von meinem Texture-Pack nicht. Ist eine coole Sache. Leute, wir müssen erst hier bleiben und uns equippen, ne? Wir brauchen beste Bögen und so, dies, das. Boah, Alter, ihr kriegt mich jetzt gerade dazu, dass ich mitmache, ihr Penner. Oh Mann, ihr seid so gemein, ey. Ich gehöre natürlich nicht dazu. Alter, Leute, hört auf. Okay, reicht. Ihr macht gerade unsere Base kaputt. So. Ja. Boah, die müsste eigentlich im TS sein. Hast du TS? Fragezeichen. Hast du TS? Ich frag sie nochmal. Hast du TS? Alter, ist sie ein bisschen... Hast du TS? Bitte achte auf deine Wortwahl. Ich habe Fragezeichen gemacht. Was ist daran so schlimm? Alter, Och, wie wird jetzt... Achso. Hast du TS 3? Fragezeichen. Achso, nee, sorry. Okay. Ey, Felix, ne? Ich würde lieber aufhören, sonst gibt's einen Bann. Pass auf, Felix, du kassierst einen Bann, ich sag's dir. Hör bitte auf mich. 100% kassierst du einen Bann. Weil die kennt komme persönlich. Ja. Ja, die Aussicht ist gut von da oben, ne? Warte, ich will auch mal auf deine Höhe kommen hier. Ja, die Aussicht ist doch prima. Ist doch dürfte. Sollen wir unseren Penis hier so ein bisschen einbauen? Ich glaube, das könnte ganz schön aussehen, oder? Also wenn wir jetzt hier so eine schöne Mauer drum bauen und der dann so als Fenster da ist, versteht ihr, was ich meine? So. Weil dann kommt er besser zur Geltung, als wenn er nur aus Glas ist.
Finde ich. So, wenn wir das so machen, weißt du. Nein, nein, nein. Nee, nee. Ey, ich hab. Felix, das ist eine gute Idee. Warte. Ja, aber nicht da. Oder doch, 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 doch. Lass. Ist gut. Ist tatsächlich cool, wenn wir das hier hinsetzen, den da abbauen. Und dann den da auch abbauen. Und dann können wir das hier hochziehen. Nee, ich gehe hier nicht weg. Ich möchte mir das gerne einmal von vorne angucken. Ich beurteile jetzt, wie das aussieht. So, dann zeig mal bitte. Ja, also den Penis kann man so stehen lassen. Das sieht stark aus. Wir alle. Also den, ja, aber ich würde ihn schon einbauen. Ich würde ihn schon ein bisschen einbauen. Moment, ich kann gerade nicht gucken. Ich habe auch YouTube. So. Ja, aber ich finde, es kommt schöner rüber, wenn wir den... Wer spammt mich denn jetzt schon wieder voll? Der gute alte Aaron. Einer aus meiner Stufe. Och Mann, ich würde ihn jetzt gerne... Ich muss ihn kurz muten und ziehen dann rein. Ach nee, der muss warten. Der Aaron muss warten. Das ist, der Aaron hat jetzt leider keine Priorität, Aaron. Es tut mir wirklich leid. Mit dem machte ich... Nee, mache ich nicht. Weil sein größter Wunsch... Also er sagt immer, er will gerne in der Aufnahme von mir sein. Und den Wunsch will ich ihm nicht erfüllen. So. Ich baue mich nicht in die Mitte. Ich wollte uns nur angucken. Wollte mir nur angucken, wie es aussieht. Ja, YOLO. So. Aber ich fand es schöner, als der Penis eingebaut war, Felix, muss ich sagen. Oh, ich bin runtergefallen. Shit, ich hatte 3 Gold dabei. War ein kleines Zeichen von Inkompetenz, aber das habe ich direkt wieder ausgeschlagen. Mit meiner geballten Klugheit. Ja, der Felix hat einfach schon Eisenschwert, die Stars, ne? Ist ja auch kein Problem für den Felix. So, ja, Severanov, wenn du willst, kannst du anfangen, dich wegzubauen. Aber dann gib mir vorher dein ganzes Gold. Everything. So, Leute, das ist so eine Runde, die kann durchaus eine Stunde dauern. Wenn du die Folge nimmst, like ich auf jeden Fall. Ja, guck mal an. Also, die haben mich zum Trollen verleitet, ne? Ich wollte das nicht. Aber sie haben mich dazu gezwungen. Sie haben mich dazu angestiftet. Was sich die anderen wohl so denken? Ich frage mich immer, was die dann so von einem denken. Wie oft haben die das Spiel schon gespielt? Sind das eigentlich Noobies? Denken die, hier muss man ein bisschen bauen? Das hat mich der Aaron gerade verwirrt, weil der mich angewispert hat. Aber ich habe das Whispern ja ausgestellt. Hahaha. So. Okay. Ich baue den Penis mal wieder ein. Den finde ich schöner. Finde ich ein bisschen attraktiver. Wir müssen das mit deinen Glowstone-Lampen ein bisschen verändern, Felix. Man muss hier ein bisschen auf die Schönheit achten. Das heißt, wir machen das hier mal kurz weg. Okay, so, das sieht schon mal gut aus. Dann bauen wir hier 1, 2, 3, 1, 2. Das sieht auch schon mal stark aus. So, wenn man jetzt sich nämlich... Also von hier innen sieht es scheiße aus, ne? Kann man auch so sagen. Aber ich gucke mir das Ganze jetzt mal von außen an. Und von außen muss ich sagen, sieht das echt geil aus, weil das hat halt so eine Tiefe, wenn man da reinguckt. Als, ja, als wäre es wirklich geplant, was es natürlich auch war. Und ja, da drücke ich mich natürlich wieder als Künstler mit aus. Das mache ich auch gerne. Kunst ist meine Leidenschaft, weiß jeder. Wer portet sich hier nach Hause? Severano, was tust du? Hä? Seriously? Okay, da liegt eine Chestplate, die brauche ich. Guck mal hier. Da liegt einfach eine Level 1er Ding, Chestplate.
Ja, ich weiß, das war dann der Felix, weil der Felix, der benutzt immer Warpowder, obwohl er es gar nicht benutzen muss. Boah, Aaron, bitte, Aaron, gerade nicht. Echt, Aaron. Aaron, warte. Warte kurz, bitte. Boah, ich muss echt noch ein Anti-Spam-Plugin auf dem Server installieren. Er schreibt okay. Oh, ja, sehr gut. Aaron ist echt ein netter Schüler. Ja, der ist auch immer nett zu seinen Lehrern. Der boxt die halt nur manchmal, aber wer macht das nicht? Nein, das war natürlich nur ein Witz. Ein lustiger Witz, hahaha. Alter. Also, früher hatte man ja immer so ein Klassenbuch, wenn man noch in der Sekundarstufe 1 ist. Boah, das war richtige Fachsprache, ey. Ich glaube, so habe ich noch nie von meiner Schulzeit geredet. Wenn man in der Sekundarstufe 1 ist. Ihr braucht hier keine Base zu bauen, ne? Wir bauen den Weg, wir müssen noch weiterbauen. Und in diesem Klassenbuch haben die Lehrer Thor. Ja, ich bin der Gott Thor, der Donnergott. Daher kommt übrigens mein Name. Aber wovon ich eigentlich sprechen wollte, du hast das B vergessen. Aber worüber ich eigentlich sprechen wollte, ist, in diese Klassenbücher haben die Lehrer dann ja immer reingeschrieben, was man alles so Schlimmes gemacht hat und ob man zu spät kommt und so. Und ja, wir hatten da mal eine Lehrerin. Das war, ja, ich will jetzt nicht sagen eine dumme Lehrerin, aber es war eine dumme Lehrerin. Und dann habe ich halt einen Kuli nach vorne geworfen. Wollte ich halt in den Mülleimer werfen, hat nicht so ganz funktioniert. Ja, der ist aber ungefähr 10 Meter neben der Lehrerin gelandet oder so. So, was, dann gucke ich am nächsten Tag irgendwie ins Klassenbuch, was steht da drin? Torben bewirft Lehrkraft mit Kugelschreiber. Da dachte ich mir dann auch wieder so, ja, in welcher Zeit leben wir? Das sind echt keine Lügengeschichten, da kannst du den Aaron fragen. Soll ich den mal hochholen? Ne, warte, ich schieb dich kurz runter. Du fragst ihn bitte genau das. So. Das sind echt keine Lügengeschichten. Frag ihn bitte das. Und du schreibst mir, wenn du ihn gefragt hast und wenn er es dir bestätigt hat. Sag den Namen. Ja, kann ich jetzt nicht sagen. Ich sag keinen Nachnamen. Alter, warum fliege ich hier die ganze Zeit runter? Also, geh wieder hoch. Hast du gefragt, Severanov? Alter, warum kriegst du eigentlich das... Okay, siehst du? Stimmt. Dankeschön. Alter, bin ich behindert? Ich habe die ganze Zeit mit ihm geredet, obwohl er im anderen Channel war. Oh mein Gott, ich bin so behindert. Okay, lassen wir das. Ja, was gibt's denn sonst noch so Geschichten aus meiner Schulzeit? Ach so, wir haben mal... das waren sogar Tobi und ich. Wir haben mal ein Mädchen auf eine Tafel gestellt und die Tafel hochgeschoben. Dann kam unser Lehrer rein. Und ja, das war natürlich nicht geplant, dass der Lehrer das sieht. Dann haben wir die Tafel losgelassen. Und ja, dann ist sie irgendwo rausgeflogen. Sodass unser Hausmeister sich ein bisschen darüber geärgert hat. Und dann war das halt so, also da war ich irgendwie 6. Klasse oder 5. oder so. Und dann ein Tag vorm Elternsprechtag. Ah nee, das war am Elternsprechtag. Da meine Mutter hatte halt erst gar nicht vor, zu meinem Klassenlehrer zu gehen. Und auf einmal dachte ich so, ach Torben, boah Gott. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, wir schauen nochmal bei dem Klassenlehrer vorbei. Das war natürlich ein bisschen scheiße, weil mein Klassenlehrer wusste das halt, dass ich die Tafel geschrottet hatte mit Tobi. Und ja, dann habe ich ihn am Elternsprechtag halt erzählt, so 5 Minuten bevor die da reingegangen sind. Ja, der wird euch gleich etwas nicht allzu Schönes erzählen. Ich habe da mal eine Tafel kaputt gemacht, ne? Weil wir sind da auf die ultimativ kluge Idee gekommen, da ein Mädchen draufzustellen und die dann loszulassen. Hätte ja vielleicht ganz witzig sein können. Ja, war dann doch nicht so witzig, so im Nachhinein, als er gesagt hat, ja, wenn der Hausmeister es nicht reparieren kann, musst du das bezahlen, das kostet irgendwie 100 Euro oder so. Also für mich 100 Euro, dann noch 100 Euro von Tobi und keine Ahnung, ein bisschen was von unseren Eltern oder so. Aber Gott sei Dank hatten wir den ultimativen Technik-Hausmeister-Experten, der es natürlich mit einer Hand und zugebundenen Augen reparieren konnte.
Das war unser Glück. Alter Gott, was machen wir hier? Ohne Witz, wir stehen hier einfach am Rande des Abgrunds. Und machen einfach gar nichts. Und bei mir leckt es auch. Was soll die Shit? Aber alle haben irgendwie eine Scheißverbindung. Das liegt also am Server. Alle außer der Rocky und der Super Saiyajin. MTS lag ich bei dir? Schreib mal ja, wenn es stimmt. Oh shit. Dann liegt es an meinem Internet. Aber viele auf dem Server haben auch eine Scheißverbindung. So viel kann ich sagen. Ich guck mal kurz. Zieht hier noch irgendwas Internet? Achso, ja, hier gucke ich noch ein. Oh, hier gucke ich noch Minecraft Leben. Ich habe einfach den Ton ausgestellt. Ich bin ein Genie. So. Ja, das zieht dann natürlich ein bisschen. Leckt bei mir zu stark, ich lefte gleich. Ey, sag mal. Dann leg deine Sachen in eine Kiste. Weißt du, ich gebe schon auf mit der. Leg deine Sachen in die Kiste, mach was du willst eigentlich. Ist mir eigentlich auch scheißegal, was du machst, ja. Nein, das ist mir nicht. Wir werden ohne dich auch. Wer portet sich denn hier? Felix! Ist das jetzt cool? Wer portet sich denn jetzt schon wieder? Felix von der Laden. Felix Osama bin Laden. So. Ja, hier ist es immer ein bisschen dunkel, deswegen habe ich jetzt hier mal. Dankeschön, Felix. Das war sehr nett von dir. Alter, ich will ein bisschen gucken, was die anderen machen. So ein bisschen Kino hier. Ein bisschen schöne Perspektive hier. Ah, da sieht man noch nicht alles. So, perfekt. Boah, hier sieht man echt alles. Das ist ein Traum. So, jetzt habt ihr die optimale Kinoperspektive auf die Geschehnisse da drüben. Also, ich kommentiere das Ganze, ohne die Nachrichten zu lesen. Rechts sehen wir die Base von Team Gelb, die gerade erfolgreich einen Angriff von Team Grün überlebt hat. Es war ziemlich knapp, aber durch ihren ultimativen PvP-Skill konnten sie der Angriffswelle erneut standhalten. Nun rollt eine neue Welle auf sie zu von Team Grün. Der Gelbe leckt hinter dem Grünen hinterher. Aber der Grüne ist so gut wie da. Er ist in der Base, er baut sich hoch, wird aber nochmal runtergekickt. Er wird die ganze Zeit runtergekickt. Ich habe Bedenken, dass er das schaffen wird. Also er wird die ganze Zeit weitergeschlagen. Er hat natürlich die Waffen, er hat einen runtergekickt. Wenn er sich jetzt beeilt, kann er schaffen. Er baut sich hoch, er ist aufhört, er hat das Bett locker. Jetzt kriegt das. Und er hat es. Jetzt wird er die beiden noch vernichten. Nein, er ist an Fallschaden gestorben. Sowas ist traurig. Gibt es jetzt noch einen von Team Gelb? Ja, Grün hat noch zwei Spieler. Tatsächlich. Ach nee, das ist Grün. Gelb ist vernichtet. Also es gibt nur noch Grün. Severanov, wir haben ein Problem. Es hat nicht mit unserer Hinbautaktik funktioniert. Das heißt, die werden jetzt zu uns kommen. Wie viele Spieler haben die denn noch? Habe ich gerade gesehen. Zwei. Ja, Severanov, dann lass einfach Initiative ergreifen. Lass unsere Taktik in den Arsch schieben. Und lass uns einfach in die Mitte bauen. Komm. Ich meine, uns bleibt nichts anderes übrig. Dann vernichten wir die halt. Nee, lass. Ja, doch. Nee, ich bin ein bisschen. Lass nicht in die Mitte bauen. Lass hochbauen. Nee, lass auch nicht hochbauen. Hochbauen ist auch uncool. Lass seitlich bauen. Okay. Einmal nicken. Und vorher bitte. Ja, okay, weil du hast gute Sachen, ne? Selbstverständlich, Severanov. Dann gib mir mal bitte die Bronze. Oh Gott. Habe ich schon über mein Praktikum geredet, Severanov? Sag mir das doch mal, weil ich suche gerade ein paar Gesprächsthemen hier, die man jetzt mal so ein bisschen ansprechen kann. Ja, ich habe schon über mein Praktikum geredet, ganz am Anfang, glaube ich, ne? Wollte ich mich jetzt trollen? Ne, ich dachte schon. Ich muss einmal gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. Ah, schon eine schnieke 20 Minuten. Nee, habe ich noch nicht. Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Oder? Felix, was machst du denn da? Warum baust du den ganzen Weg ab? Felix. Nein, Felix! Och, Mann. Das hast du echt nicht verdient, ey. Oh, Mann. Er hat sich einfach runtergebaut. Hihi. Ja, du hast... Alter,
Das kann doch nicht sein. Warum leckt die behinderte Scheiße? Ja geil, ich sterbe noch nicht mal. Doch, jetzt bin ich tot. Alter, jetzt reicht mich schon wieder auf hier. Nur wegen dir. Hasenfresse. Ich brauche Bronze für Blöcke. Bronze, that's what I need. Silvranov, hast du den besten Bogen oder den ersten? Hast du den besten Bogen oder den ersten? Wenn du den besten hast, schreib 3. Wenn du den... Ja, gut. Boah, shit, Alter. Shit. Wir haben die Runde gewonnen. Ja, Ease get wrecked. Felix, liefer mir mal bitte neue Blöcke nach. Felix? Felix? Willst du mich herausfordern? So. Okay. One on one. Morgen 20 Uhr hinter deinem Haus. Timoli? Okay, timolianische Spiele. Ach, timolianische Spiele. 1 vs 1. Ja, können wir gerne machen. Morgen 20 Uhr hinter deinem Haus. Haha. Lustig, ne? Hihihihi. Ich warte nur darauf, dass jetzt irgendwie kommt. Gib Gold, Junge! Na, das willst du haben, ne? Okay, hier. Noch ein, Alter! Silveranov, ey, du bist eine richtige Maschine, so wie in der letzten Runde. Ohne Witz, was ist denn los mit dir? Bist du über Nacht irgendwie transformiert zu so einem Hulk oder so? Die bauen sich übrigens auch zu uns, ne? Lol. Lol. Was ist das für ein Spiel? Ist das Minecraft? Lol. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das ist ja lustig. Das ist ja ein Zufall. Nee, wow. Ja. Alter, wieso spiele ich denn Minecraft? Alter, Silveranov, ne? Ey, Felix, komm mal mit einer Spitzhacke, bitte. Ach so, World of Warcraft. Haha. doch, Felix, du kannst das Bett abbauen. Felix, wir sind da. Komm, bau das Bett ab, Junge. Felix! Ach, ja, dann muss es halt Silveranov machen, ne? Silveranov, pass auf. Okay, ich hab ihn. Silveranov, renn durch, bitte. Du machst das, Silveranov. Bau dich einfach hoch. Wreck sie. Wie so ein richtiger Motherfucker. Okay, warte auf. Ach Mann, ich drück immer auf die falsche Taste. Ich hab mir noch nicht angewöhnt. Shit, Bronze, komm hier weiter. Warte, Silveranov, schnetzel dich einfach weiter. Immer weiter töten, ich komme. Ich hole mir eben noch Blöcke, damit ich mich da hochbauen kann, Ease. So, ja, warte, I'm on the way. Silveranov, wir schaffen das locker. Ohne Witz, die ganze Zeit hinten vercampt in the base. Und jetzt komme ich und dann... Ach, die haben ja auch alles sicher gebaut. Silveranov, Ease. Ich bin sofort da. So, gib mir noch 10 Sekunden. Okay, gib mir noch 20, dann habe ich das Bett. So, ich baue mich schon hoch. Felix auch, aber nee, Felix, du wolltest nicht kommen. Das ist definitiv mein Bett. Alter, willst du mich... Felix! Seriously? Geh weg! Geh da in die Ecke! Geh in die andere Ecke, Felix! Geh gegenüber von mir! Silverano? Oh, okay, Felix. Okay, sehr gut. Ey, du bist so ein... Alter, das ist echt, das ist die Höhe. Wieso spiele ich überhaupt mit dem zusammen, ne? Das ist ja... Okay, egal. GG. So, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, like den Felix bitte einmal. Der hat eine offizielle Fanpage. XXX, ich bin dumm. XXX. Das ist auf jeden Fall seine Fanpage und da könnt ihr ihn alle mal ein Like geben. Und genau, ja, er muss noch kurz warten. Er schickt euch jetzt noch einmal seinen Link dazu. Genau, er schreibt auch noch mal warte, weil die wollen die Folge noch in die Länge ziehen halt. Ja, ich warte jetzt noch genau 40 Sekunden, weil dann ist die Runde genau 5. Ich mach die genau bei 25 Minuten Schluss. Alter, ich bin richtig crazy. Ah nee, ich muss ja noch am Anfang was. Schreibt Käse in die Kommis. XX Super minus XXXX Gay. Ja. Ich muss am Anfang noch ein bisschen was von der Tonspur wegschneiden wahrscheinlich. Deswegen mache ich die bei 25:10 Schluss. Und schreibt alle. Ja, Kase in die Kommentare, was auch immer das heißt. Was heißt das, Felix? Das ist ein cooler Insider, oder? Kekese, meine ich doch.
Schreibt alle Käse in die Kommentare. Was auch immer das heißt. So, jetzt ist sie bei 25 Minuten. 25, 3, 25, 4. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.